He's disabled, you know, he's not all. You have rapes, murders, chicks found dead in tent. You're good? You're okay. Have a nice one, sir. Willkommen, wo man aufhören muss. Wir, can I ask you? Da wird eine Flasche nach uns geworfen. I give it away to help the community. Ich kann einfach nicht reden, es ist so krank hier. Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute zum neuen Video. Freunde, heute wird's richtig krass. Ich sag euch so, wir sind gerade in Downtown Los Angeles und hier ist die gefährlichste Area in ganz Los Angeles. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen schon sehen könnt, aber es ist komplett verrückt. Wir werden heute eine kleine Tour machen. Ich werde euch ein bisschen zeigen, was hier so passiert. Deswegen haben wir uns heute jemanden mal gesucht, der uns gleich mal eine kleine Tour gibt, Freunde. Deswegen würde ich sagen, ja, wir starten gleich rein. Let's go. Okay, Freunde, wird vielleicht auch ein bisschen Englisch-Deutsch immer so ein bisschen sein. Ich versuche es zu unterscheiden. Okay, what's your name? They call me Z. And you live here for? Yeah, I live here for quite a few years, about 30 years. I can tell you everything. I'm one of the DTGs. Yeah. And you want to give us a little tour around here? Yeah, this is Midnight Mission right here. It used to be on 3rd Street, but the funding had a move over here, so now. Freunde, ich kann euch sagen, hier ist quasi so eine Bahnhofsmission, wo die ganzen Obdachlosen Essen und so weiter finden. Let's walk this way. This is where they feed the homeless. Yeah. They feed the homeless on certain days. They feed breakfast, lunch, and dinner. But on the weekends, they don't. They just feed dinner. They have to go to two other missions around here. There's about 3 or 4 missions around here that feed at a certain hour. Hier ist quasi, wo die Obdachlosen alle ihr Essen bekommen. What's up, man? As you can see, sometimes there's arguments, you know, amongst the lines. Like we see this brother here, he's disabled. You know, he's not all there. That's, bro, you have a lot of people that's mentally capable. They shouldn't be out. They should be under supervision, but they dump them here. So that's where all the trouble starts. You got gangsters. You got all kind of shit down here. They dump everybody in one little melting pot to where there's gonna always be problems down here. But if you get to know the people, a lot of people are scared because you'll get robbed. That's true down here. But now it's kind of like changed somewhat because people are more settled. We like tell them, no, man, leave them people alone. They're down here to help you. Okay, Freunde, wir sind mal ein bisschen an einen ruhigeren Platz gegangen. Ich wollte euch das nur mal kurz zeigen. How large is this area? Like, you in the bottom. Getting rolled is large. It goes all the way back. How many streets? Like 15, 20 streets. Oh. You ain't reached the bottom. You in the heart of the bottom. This here is the heart. Further down is the bottom. Es gibt quasi 15 Straßen, die parallel sind und auch quer. Das ist ein riesen Schachbrettmuster und alle leben quasi wie hier rechts in Zelten. Und das verteilt sich über die ganze Strecke einfach. Es ist sehr, sehr dreckig. Riecht sehr, sehr schlimm. Perhaps can you tell us what dangerous things that happen here? What's you have rapes, murders, chicks found dead in tent, raped, robbed. You have seen somebody? Yeah, I've seen a few days ago, a little brother over there, he was found dead in his tent. A couple people around the corner were found dead in their tents to where they were, you know, I don't know what they've done. Sometimes people get hot shots, which is this new drug that they add with other shit. Some people, like from heroin smokers and people that shoot up, they smoke it out of foil. Don't worry about that guy. A lot of people, they mix it in cocaine and crystal meth, and it kills you. Why does this fentanyl kill you? Why? Because it's supposed to wake you up or do some, pop you up. What's up, man? Pop you up, but it does. They add it with too much shit, and it'll just pop you off. This street here, where I got you on this street, you can walk down the street and somebody pull a gun and shoot you, you know? It could happen to anybody. People that are mentally unstable have access to guns and shit like that. Yeah. See, this is San Julian Park. Yeah. But see, the thing is, you gotta keep the code of the street. You ain't supposed to know it. I'm just gonna show you what you need to know. Why Skid Row is the way it is. So, you know, certain things I can't tell you. So I want to get you a little bit more. You have done drugs before? Oh man, I'm an ex-addict. I got clean down here about 15 years. Cocaine was my drug of choice. I used to smoke crack cocaine. We don't know what the system is doing down here, but it seems like the system is trying to bunch everybody in one area. So it's easy to get their quota, especially the police. We need to arrest some more people, so guess where they come? Right here. The police station is across the street over there. So all they gotta do is walk out and say, you got a ticket, you got a warrant, you gotta bring them in. Alle werden auf diesen Fleck hier als Schandfleck abgeschoben, können hier auf den Straßen leben. Da drüben macht einer gerade Feuer, das ist denen hier zu Hause so. Dann kann man halt immer sagen, passiert die meiste Kriminalität und deswegen ist das quasi so ein Schandfleck. You have seen somebody who died? Guy got shot in the head, right in front of him. He just fell out. How does it feel to see it? It's very sad, man. Feelings? If you don't have feelings, how you gonna make it? You gotta have that point of fear down here because it makes you stay alert. It's all about survival tactics here. Yeah. The area, walk down,
I would advise you, I wouldn't go further down. Freunde, was mir gerade auffällt, man merkt ganz klar, dass er weiß, bis zu welcher Straße er gehen kann, wo dann anderes Gebiet beginnt. Hier ist, glaube ich, jetzt anscheinend Ganggebiet. Ich habe ihn gerade nochmal gefragt, ob er hier wirklich gelebt hat, für wie lange, und 30 Jahre. Irgendwann ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo man aufhören muss. Can I ask you? Hat er gerade eine Flasche nach uns geworfen? Okay, egal. Ich habe jetzt was Wichtiges herausgefunden, dass da drüben gerade zu viel Aktivität war. Das heißt, wenn du siehst, dass zu viel Bewegung, Unruhe herrscht, dann soll man sich einfach verpissen, so schnell wie es geht. Und deswegen sind wir gerade in die andere Richtung gegangen. Zu dieser Situation gerade, als er eine Flasche auf uns geworfen hat. Angie meinte gerade, dass er sie auf sie geworfen hat und Mittelfinger gezeigt hat und wegen der Kamera halt gesagt hat, dich. God bless you too. Pam, 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 pam. Freunde, wir haben auch gestern eine Dame getroffen. Hallo. Hello, hi. Hello. This is my house. I have a bed. I'm not on the ground. And is this your closet? No, this is a giveaway. So you can make some money? No, no money. I give it away to help the community. People give them to me, you know, after they leave, and I still have clothes for them. So if you have clothes left over, you give it to people who need it? Yes, sir. That's very nice of you. Yes, sir. Sie will uns mal das Zelt zeigen. This is your little home. Yes, sir. I try to keep it clean as possible. I cook out here. I have a TV and a generator. Is this your food? Yes, I cook on these. I have an ice chest. Do you have to pay to be here? No, sir. How you get money to buy food? I am on a general relief assistant. I appreciate you guys. Yeah, thank you. It's only what you make it. Gotta have faith out here. The more you keep faith, the more you keep strength, it'll take you up and up. You're a very sweet person. Thank you. Thank you very much. And it's only 20, but perhaps it will give you some food. Just keep going, don't give up. Ich kann euch nur sagen, sehr, sehr süße Frau. Die hat eigentlich gar nichts so und verschenkt noch ihre Klamotten. Will irgendwie versuchen, ihnen zu helfen. Das ist immer so das Ding, wisst ihr, Menschen, die nichts haben, die einfach offen sind und versuchen noch anderen Menschen zu helfen. Ich meine, die Menschen liegen hier auch einfach rum auf der Straße, alles ist voll. Hello? You're good? You're okay. Have a nice one, sir. Ich kann einfach nicht reden, es ist so krank hier. Leute, hier ist halt einfach die krasseste Straße, ich sag euch ehrlich, hier ist einfach so getummelt. Ich meine, im Hintergrund sieht man die Skyline so. Ich meine, guckt ihr mal an, wie dreckig das ist. Alle liegen hier schon fast wie Leichen einfach rum. Einfach viel zu schlimm, sowas zu sehen, Mann. Wenigstens bekommen die alle dreimal am Tag Essen, was ich eigentlich echt schön finde. Die versammeln sich halt jetzt immer hier. Okay, Leute, ich wollte euch nochmal, wir sind nochmal eine Parallelstraße gegangen, ich will euch das nochmal alles zeigen. Hier ist, wie gesagt, alles voll, bis ganz hinter, das sind 15 Straßen, die weit und breit einfach nur mit Zeltlandschaften voll sind. Ich glaube, alles, was sie finden auf den Straßen, behalten die einfach und versuchen daraus irgendeinen Nutzen zu machen. Ich meine, im Hintergrund sieht man einfach die riesen Skyline und hier ist einfach im Downtown alles irgendwie gefühlt am Arsch, so. Leute, ich wollte einfach nur mal fahren und euch zeigen, was hier auf den Straßen abgeht, wie großflächig das einfach ist. Leute, es gibt einfach verschiedene Areas. Hier sind wir gerade rumgelaufen und hier wurde einfach uns gesagt, wir sollen lieber die Kamera ausmachen oder wir sollten lieber weggehen, weil die einfach, hier ist halt ein bisschen so Gang- und Drogengebiet. Davon sollten wir uns einfach fernhalten ein bisschen. Leute, einfach jede Straße von diesen 15 Querstraßen ist einfach voll mit Zelten so. Ja, Leute, ich will nochmal Revue passieren lassen, was einfach so gerade war. Das Ding ist halt, ich weiß überhaupt nicht, ob das rüberkommt. Wir haben uns gestern schon ein bisschen über diese Gegend hier informiert und wir haben auch mit einem Security geredet, der hier tagtäglich arbeitet. Und ich habe ihn gefragt, was hast du Schlimmes alles gesehen? Und er meint, er hat gesehen, wie hier ein Zelt abgebrannt ist, weil es ist halt, glaube ich, so, dass man trotzdem Miete zahlen muss, um überhaupt hier sein zu dürfen. Also man muss, glaube ich, an Leute Geld abdrücken, damit man überhaupt hier sein darf, vor allem in gewissen Bezirken. Und wenn man das nicht mehr bezahlt, dann wollen die dich halt vertreiben. Und bei ihm war es so, die haben sein Zelt dann angezündet, weil er nicht mehr gezahlt hat und der Mann ist mit lebendigem Leibe verbrannt. Der Security hat das live gesehen. Gestern hatten wir noch andere Interviewer, die meinten, dass er jemand gesehen hat, wie er einfach erschossen wurde oder er wurde mit einem Messer erstochen, weil der andere eine Waffe gezogen hat. Man merkt auf jeden Fall, dass jeder irgendwie was anderes erzählt, dass hier sehr, sehr viele Menschen sind, die mentale Probleme haben und die sich alle hier in diesem einen Schandfleck sozusagen versammeln und hier einfach die ganze Crime sich einfach hier anstaut und einfach alles hier quasi eskaliert und die Polizei dann einfach hier die ganze Sache so schnell wie möglich findet, weil hier direkt auch eine Polizeistation ist.
Boah, ich weiß nicht, für mich ist es ein bisschen schwierig, weil vor allem in so einer Stadt wie Los Angeles, wo man denkt, es ist alles mit Reichtum, Ruhm und die schönsten Hollywood-Hills und man kann alles hier für teuer Geld kaufen und auf der anderen Seite in Downtown sind die Menschen einfach so am Abkacken und es ist einfach ganz, ganz schlimm zu sehen. Und hier muss ich euch sagen, ich musste zum ersten Mal wirklich richtig aufpassen und ich hatte wirklich Angst. Ihr müsst auch wissen, ich bin mit Angelina unterwegs, also mit meiner Freundin so. Es ist einfach, wenn jemand eine Flasche nach dir wirft, nach deiner Freundin, ist schon nicht so korrekt. Okay Leute, in dem Sinne würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Eindruck bekommen von auch der Schattenseite von Los Angeles und ja, ich hoffe, euch hat es auf eine gewisse Art und Weise trotzdem gefallen und ja, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.